Es wird endlich Zeit für den mega oberkrassen Epilog mit das Heilige Schwert. Wir alle wissen, was das Heilige Schwert hier genau sein wird. Genau, mit Lingenthal in der Hauptrolle. Wie könnte es anders sein? Mal Heinhänder, Edelschwert oder Zauberstab? Nö. Edelschwert, das ist geil. With the Gate of Souls closed in each era, Link and his allies were reunited. Sheik was at last revealed as Zelda, relieving much worry about her fate. Meanwhile, Ganondorf had recovered three of his four spirit fragments. He chose to leave Sia's body, her usefulness at an end. Free of Ganondorf's control, but tragically corrupted, Sia resolved to make Link and the Triforce hers and hers alone. Using powerful rituals to strengthen her forces, she redoubled her attacks on Hyrule. But all was not lost. Zelda directed her forces to the Temple of the Sacred Sword in search of the one thing that could save them all. Alter Schwede, was für eine krasse Szene. Ich lieb die einfach, der Kampf zwischen Ganondorf und Sia. Und ganz ehrlich, wenn Ganondorf mit nur 3 von 4 Fragment seiner Seele und ohne Schweifer schon so stark ist gegen Sia, so Paroli bieten konnte. Wie stark wird er echt nachher sein? Gut, ich meine, ist eine andere Frage. Wieso hat Sia überhaupt die 2 Fragmente weggeschickt? Weil Ganondorf, man hat es gesehen, er war bereits in der Falle und dann, weg bin ich. Also, wie sie das hingekriegt haben, warum sie die 2 Fragmente des Triforce weggeschickt hat, das wissen wohl nur die Götter.
Luca, auch nichts aus Ruinen! Okay, wobei ich mir gerade die Frage stelle, weil Gandalf hat gerade vorhin gesagt, das letzte Siegel kann er auch selber brechen, aber es ist das Masterschwert, er kann das Masterschwert nicht ziehen, das geht nicht. Also, wie soll er das Siegel ohne uns brechen können? Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, und das andere ist noch, was mir gerade ein bisschen seltsam vorkam. Wegen der Bemerkung von wegen, wir haben unsere Triforce wieder. Aber sie hat noch das der Kraft, aber sie hatte ihre Triforce-Fragmente irgendwie nie in der Hand gehabt, so wie es bei Link, Zelda und Gandalf auch der Fall ist. Könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass sie zwar, meine andere, sage ich jetzt mal, andere Personen als die Auserwählten, das Triforce auch im Besitz haben können, zumindest theoretisch, aber es halt trotzdem nicht auf die gleiche Art und Weise führen können. Das heißt, können zwar wie andere auch nutzen, aber halt nur die drei auswählen können es wahrhaftig meistern. Weil immer noch die Frage ist, ich stelle mir schon seit Skyward Sword. Das linke Fragment des Mutus hat es kein Wunder. Bei Skyward Sword hat er alle drei Fragmente gehabt. Aber warum hat Gandalf das der Kraft und warum zählt auch bloß eins, was ist die wiedergeborene Göttin Hylia und damit eine der vier Göttinnen, wenn man so will. Die goldene Göttin, die drei oder die. Nairu und Faure und die haben ja dann wohl eigentlich dann Hylia überlassen. Ja, es sind einfach so ein paar Dinge, wo man sich schon fragen muss, wie geht das so ganz auch? Wenn man andererseits natürlich Videospiele und seit wann müssen die überhaupt logisch sein, wa? Yeah, man, neue Kombos! Neue Medaillen zugeordnet offscreen! Yeah, man, so liebe ich das. Der Tempelplatz mit diesen ganzen Geisterkriegern, wie er mir gehören. Wo bist du? Und erobert, der Tempelplatz gehört uns, Yeah, 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 yeah. Ich werde da drüben nachsehen. Okay, mach das Impa. Ein Magus! Hokus Pokus Fidip. Us? Jo, nehmen wir schon mal eine. Auf dem Nordplatz wurde aktiviert. Ist man oben hier oder was? Eigentlich gar nichts. Ich muss raus hier. Warte mal. Der Non-Süblatt, ja, jetzt sind wir getroffen, natürlich! Jetzt, wo ich schon weg bin. Ja, danke Spiel, dass du langsam bist. Meine Fresse! Hier die Eulen starten, müsste direkt hier um die Ecke sein. Oder ist ja auch schon. Triforce! Okay, hat ihm ein paar aus Triforce.
Noch ein Magus weg. Wo hat sie noch einen? Ach du Scheibenkleister. Da hat es mehr und mehr. Schwächt ein Teil der Geistertruppen. Ja, das finde ich ja so stark. Ich finde das ja so mega geil. Dein Feuer sollte sie erwecken. Geistersoldaten mag ich nicht. In der Nähe von Midna erschienen. Ja, wieso denn das? Die Muck ist ja so geil. Ich komm ja schon mit, na, ich bin ja schon da. Hä? Wo sind die denn? Ich seh hier nix. Wo zum Henker sind die denn? Sag mal, geht das langsam oder was ist los? Oh, 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 da ist ja einer. Ja, für mich. Ups, was war denn bei denn da unten? Wieso bist du da unten? So. Problem weniger. Empire, komm schon. Das müsste wohl Midna sein. Jo, dann haben wir da Unia unten. Gut, Midna haben wir auch schon da. Was zum Henker treibt der Unia? Alter, was ist mit dem Weg? Dieser Weg wird ein weiter sein. Natürlich, wenn du immer so einen Umweg machst. Geht ein Weg der Union, geht doch. Nur noch etwas, nö, ist gut. Nix als Ärger mit den Typen, nix als Ärger. Das ist unsere Prüfung. Ach, das alte Zeichen Hyvuls, Hylias natürlich, Entschuldigung. Symbol des Wolkenhorts. So, na, mal gucken. Wenn wir schon im Thema Wolkenhorst sind, war also bisher, wenn man es mal anguckt in den neuen Charakteren, was es eigentlich pro Ära gibt. Also Queen of Time haben wir zumindest mal Darunia und Ruto. Und ja, Toller Prince haben wir natürlich auch. Was macht der Typ jetzt da? Haben wir auch Midna und Agneta. Aber Skywatson haben wir eigentlich nur Fei. War schon lange mal irgendwie so die Meinung oder Theorie, es könnte doch noch Bardo kommen. Momentan glaube ich eher weniger. Also es gibt ja schon irgendwie so, wie soll ich sagen, nicht unbedingt gezielte Hinweise, man weiß anhand der künftigen DLC-Packs noch kommen. Okay, natürlich ein Charakter aus Link's Awakening, sprich Marin, die wird ziemlich sicher kommen. Das heißt ziemlich, nicht, die kommt garantiert, die wurde bereits bestätigt. Irgendwie noch neue Charaktere, noch neue aus The Wind Waker, ziemlich sicher. Und vermutlich auch zwei neue aus A Link Between Worlds. Wenn halt sicher. Wäre sicher mal Hilda dafür, oder? Und vermutlich auch. Wie ist das schon wieder? Ja, der andere Link dort halt, der Hasetyp. Mann, wie ist das schon wieder? Ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr. Aber ich denke mal, die zwei wären natürlich schon prädestiniert dafür. Also, das bringt neuen Bösewicht in Form von Yuga, aber na. Der wird sehr weniger. Wäre doch Hilda plus Yuga. Yugo. Yuga. Entschuldigung. Da
Das könnte eigentlich noch sein. Würde so irgendwie noch ein bisschen aufgehen. So, come on, Leute, mach ein bisschen hinne hier. Vor allem du da, Runia. War der ganze Part schon draufgegangen. Gut gemacht, Link. Dankeschön. So, mach mal die Tür auf hier. Yeah! Finde und aktiviere die drei Siegelstatuen. Der Runia, was treibst du da unten? Alter! Junge! Was machst du da unten? Geh dir mal vor! Geh's endlich mal, Kumpel. Oh, danke schön. Das sind die drei. Nein, doch. Hat doch bloß gefühlte 1000 Jahre gedauert. Schon eine Woche zu dauern. Bleib mal hier, wa? Ja, ich weiß, der Runia darf nicht fliehen. Das wird er nicht. Die Siegelstatuen wurden aktiviert. Jetzt können wir das Tor zum Tempel öffnen. Ja, wenn wir das Masterschwert holen. Come on. Master of Disaster. Ist auch noch eine Weile. Mann! So, gehen wir das Tor auf. Von jemandem gelenkt. Aber wenn ja, von wem? Vielleicht von sie hier. Ja. Ja, mach bitte mal die Tür auf. Leute, ich komme jetzt. Ich komme sonst nicht rein. Okay. Geh mal drunter. Mischen das Feld von unten auf. Hm? Ja. Naja, Freunde, ich weiß wieder. Ich weiß es wieder, das kam mir gerade wieder in den Sinn. Wer ist denn wahr und vor allem wo? Hi Lana, du bist die Falsche. Entschuldigung, damit kann ich leider nicht dienen. Himmlischer Hieb! Oh, naja, fast. Bis hin, Fake Lana. Dabei? Ich muss die Statue erwecken! Beim Toy Tortoise! Problem gelöst. Das ist nicht Lana, greif sie an, Link! Sie ist bereits down. Oh, okay. Noch mehr beschworen? Das geht nicht, sie ist bereits down. Der Feind, der die Truppen kontrolliert hat, wurde geschlagen. Diesmal lassen Sieg. Tschüssi. Ja, geh bitte. Hast du ein Item da? Naja, oder so. Du. Okay, gerade ein bisschen falsch. Michael, kannst du erstmal zu dir vorbei? Mann, da geht's doch noch gut. Naja, einigermaßen. Aber im Paar geht's gar nicht mehr so gut. Öffne das Tor! Im Paar?
Der Gebiet des Heiligen Schwertes ist hier. Ja, schon wieder. Wir sind doch immer wieder hier, Leute. Mach die scheiß Tür auf. Oh, ja. Ehrlich jetzt, geht die Tür mal auf? Hey, scheinbar nichts. Oh, Servus. Ja, erinnere mich wieder. Das ist aus einem Mordsding hier. So, der gehört uns. Oh, Herzteil. Oder vielleicht sogar Herzcontainer. Es könnte natürlich alles sein. Dann mal gucken, was ist hier verborgen. Es ist eine versiegelte Waffe. Was für ein Scheiß. Die Truppen des Bösen wurden gestärkt. Uh-oh. Ernsthaft? Du Typi? Och nö. So. Du. Vergiss es, Kumpel, das wirkt nicht. Keiner hält uns auf, du. Der Mann, du, yeah. Guck mal, mein Riesenteil. Länge for the win. Das Tor ist open. So, schnell zum Masterschwert! Schnell! Ich hol's mir! Bin schon da. So, Pyroma, jetzt gibt's Geschnetzeltes. Und auf Linkart. Das machen wir ganz auf die Schnelle, Freunde. Wir haben gar keinen Bock mehr drauf. Nö, sie geht gar nicht mehr ab. Da gibt's ja nicht, ey. Der will gar nicht mehr. Was für eine Flasche. Bist du jetzt noch hier? Das Masterschwert ist unbesiegbar! Yeah! Aua! Ja, kommt doch alle her, Mann. Ihr habt sowieso keine Chance mehr. Die Truppen des Bösen! Ja, ich weiß. Wir müssen sowieso auf die Schnelle machen. Wo ist jetzt eh nix?
Ja, komm, komm gleich! Spulti? Okay, aber erstmal öffnen. Okay, nichts Besonderes. Wo ist sie? Aha, hier rein will sie, okay. Was mache ich da? Das Gut ist mir eigentlich gerade egal, wenn ich ehrlich sein soll. Ich muss doch in der Nähe sein, wa? Hör aber nix! Hier oben? Wohl erwischt! Ja... Moment, mein, ich glaube, ich weiß sogar noch, wo sie war. Naja. Würde zwar eigentlich nicht mehr machen, aber ist egal. Du. Vielleicht brauche ich doch das noch. Halt durch, Lana, wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Sprung. Du. Wo bist du? Oh, ist ganz schön was los hier. Ja, das hört man nicht gerne. Item. Dankeschön. Jo, wir hauen ab, wa? Leute, wir hauen ab! Würde ich euch bitte auf den Weg machen, dann kann ich leider nicht kommandieren und so weiter, geht nicht! Ja, nächster Arsch mit Ohren. Das war der letzte Arsch mit Ohren! Oh Mann, Zelda, wieso muss ich mit so. Ja. Mit so Kleinviech rumschlagen, ganz ehrlich. Ich komm eh wieder neu, wie unklar, bringt gar nichts. Der Platz gehört uns, Freunde, verpisst euch! So, gute Frage, wo ist eigentlich unser Anführer, der eigentlich alles ein bisschen aufpasst, ja, aufräumen sollte vor allem. Ey, Zelda, ah, da ist einer erschienen, okay. Dann verstehe ich es natürlich, ey. So, werde auch down. Und plötzlich spawnen ein paar neue. Das ist, glaube ich, im Original die zweite Skulptur, oder? Die für 1200 Rang A, jetzt war doch das noch. Ja, finde ich mich irgendwie. Wo ist Lana? Naja, Hauptsache Zelda ist hier, Lano, ist scheißegal, ich krepier halt hier.
Gut, Freunde, jetzt beenden wir es aber endgültig. Ist schon wieder mal total Überlänge vom Part. Pyroma, jetzt bist du fällig, Alter. Hallo? Lass dir schmecken, das Masterschwert! Geschmiede von der Göttin Hylia! Verstärkt mit den Flammen der drei goldenen Göttinnen! In Händen des ersten Auserwählten, der übrigens Rechtshänder war! Und... Sage Bums! Finish off! Habe gesagt, finish off! Pyroma wurde besiegt, man! Das ist nicht fair, Mann! Das Masterschwert ist total... Wir sind am Tempel der Seelen, aber es wäre euer Ende! Tschüss, Mann! Nice, Mann! Sagen wir, das Masterschwert haben, sind wir unbesiegbar! So schön wär's. In diesem Schwert können wir Zia besiegen! Als ob sie das einzige Feind wäre. Das kommt noch schlimmer. So. Grandiose Überlänge, wie man es von mir kennt. Der Held und sein Ross mit seinem Schwert, dem Masterschwert. Der Glimmerrapier für Seldamann, das ist nice ohne Scheiß. Neues Bild! Na, kennen wir ja auch schon. Aus der View-Version. Das Wasser ist gestiegen. Noch viel geiler. Und auch um einige steiler. Gut, würde man sagen, nochmal vielen Dank fürs Zusehen, Leute, bei diesem wieder mal extra langen Part. Nächster Part dann: Tempel der Seelen, das dunkle Herz. Das müsste bereits, glaube ich, der Endpart mit Zia sein. Oder. Nee, Moment mal. Nee, Zia war was. Nee, Moment. Nee. Das war ein bisschen anders. Müsste nur zwei Fights sein. Dann kommt noch das Ganondorf-Ende. Und dann kommt noch irgendwie das Wind Waker-Spezial-DLC-Szenario, was man hier auf Legends noch angebunden hat. Also, ich schätze mal, fünf Parts gibt es sicher noch. Hier auf dem 3DS. Und wie wir danach weitermachen, das schauen wir dann. Wir sehen uns mal. Danke fürs Zusehen. Und see you later, Alligator. Ciao zusammen.